Bye. Und damit willkommen zur 29. Folge von Feed the Beast Infinity hier auf den Kolon Fire TV Let's Play Server. So, vorige Folge hatten wir ja ein bisschen an unserem Zeug hier gebaut. Oh ja, wir haben ja ein Jetpack. Yes, wir fliegen. So, na gucken wir mal, wie viel haben wir jetzt von denen? 38,6. Ja gut, da können wir ein bisschen da was machen. Das läuft. Ja, die Enderperlen habe ich mal umgesetzt gehabt, weil ja, ich habe die unter den freien Himmel gesetzt. Nee, das wäre nicht so toll gewesen. Regen kaputt. Nein, muss nicht sein. Gut, dann tun wir jetzt mal unsere Enderperlen rein. Schon 14 Stück. So, hier wird es bestimmt alles voll sein. Oh, hier ist auch voll. Okay, dann tun wir mal ein bisschen hier. Dass man die spawnen kann hier. So, die können jetzt in Ruhe die spawnen. Jetzt holen wir noch die XP hier mit. Das müssen wir auch demnächst mal automatisieren, dass sich das, wenn wir hier offline arbeiten, also wenn wir offline sind, dass wir hier das automatisch hier reindrücken. Gut, aber was machen wir jetzt heute? Mal gucken, vielleicht machen wir unser Jetpack besser. Weil da könnten wir eigentlich jetzt schon die zweite Stufe machen, das mit Electrical Steel, da haben wir 400.000 RF drin. Müssen wir halt nur Electrical Steel herstellen und das geht mit Silikon und Silikon wird aus Sand, also müssten wir uns ein bisschen Cobblestone besorgen. Cobblestone. Müssen wir gucken, entweder wird es gepolarized oder wir müssen uns erstmal eine Segmel machen. Ja, das werden wir jetzt dann gleich sehen. Wir machen mal hier kurz die Config aus. Dankeschön. Am E, glaube ich, nichts in der Kiste mal drin. Ne, und hier, das müssen wir dann gleich mal in unser Lager tun. Aber Cobblestone rein. Alle Ingots wieder rein, Raw Plastic, Silber, Cinnabar, Toast. Stimmt, haben wir nichts mehr zu essen. Oh, konduktive Iron, das kann man eigentlich gleich mal noch zu Energiekabel machen. Da haben wir nämlich wieder mal ein bisschen was auf Tasche. Gut, da haben wir jetzt 31 Stück. Oder läuft es ja schon mal langsam? Langsam läuft's. So, und durch einen kleinen Tipp von Kolonfeier könnten wir uns die als einfacher abbauen mit einer Lackspitzhacke oder irgendein Tool mit Lack drauf. Aber tja, Hammer Lapis. Ja, 117 geht eigentlich. Da müsste man eigentlich Fortune 1 oder 2 drauf kriegen. Eine 1 maximal. Gucken wir nochmal hier. Haben wir hier irgendwo noch Lapis drin haben? Ansonsten müssen wir nämlich mal kurz runter gehen und ein bisschen minen. Ich denke mal, ja, wir haben keins. Ja. Gut, haben wir jetzt irgendeinen. Wir haben doch unser Fortune 2. Da haben wir hier noch ein bisschen vor Lapis drauf. Also warum denn nicht? Ne? Gut, wir machen erstmal 12er. Und dann schauen wir mal. Kriegen wir glaube ich nicht komplett auf Forge 3. Ah, schade. Aber jetzt haben wir hier Lack drauf. Gut, die 9 Lapis behalte ich, weil da können wir uns nämlich dann bessere Seeds machen. Und dann probieren wir es mal. Lapis rein. Dankeschön. So, wir hatten 9, mal gucken. Ja, 11 Stück. Gut. Oder tun wir hier wieder die 9 anpflanzen. Und dann tun wir hier drüben, gucken wir mal. Hier haben wir 2. Ja, gut, hier könnte es noch nicht so großartig Glück bringen. Na doch, hat schon gut Glück gebracht. Cool. So, die Essenzen brauchen wir so oder so für einen höherwertigeren Stein, dass wir uns dann bessere Essenzen machen können.
Und hier müssen wir dann noch eine Void Pipe machen. Weil Sludge ist schon voll, das ist nicht gut. Sonst läuft das nicht gut. Also müssen wir, schauen wir mal. Wir kriegen Sand raus, also können wir es einstellen, dass es doch gleich wieder rauspumpt. Dann machen wir nämlich hier schön Glas drin. Jetzt werden wir eher gleich erstmal schlafen gehen. Wenn es der Nacht wäre, Schwert. Da. Ganz sanft ins Bett gesprungen. Okay. Was machen wir jetzt? In den Electricals, da bräuchten wir halt Sand. Das Sand müssen wir nochmal. Da können wir uns eigentlich gleich mal ein bisschen Cobblestone holen, das klein machen. Dumm. 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 Wollte ich auch was sagen, jetzt machen wir bloß die aus. Was war Sand, Config. Warte, wie weit ist der Polarizer? Ja gut. Wir machen jetzt die Config wieder rum. Klatschen hier den Cobblestone rein, weil da haben wir ein bisschen Sand und können dann Sandglas machen und ein bisschen Silikon. So, wieder 5 Level. Und wir können eigentlich mal ganz schnell bei Cologne Fire vorbeischauen, weil da hat er vorgestern seine Aufnahmesession, mal gucken, wie weit er ist. Oder wollen wir es machen? Wollen wir es nicht? Gut, wir brauchen bei eine Capacitator Bank. Da geht das besser. Kurz überlegen. Da ist das Netherportal, da geht es zur Cologne Fire. Hat er schon ein bisschen Hausband hochgezogen? Sieht nicht so aus. Ne, aber ich sehe Bücherregale. Ja, Bücherregale. Das heißt, er hat gut Tiere gefarmt. Und das müssten wir auch demnächst mal machen. Wieder ein paar Kühe, bis wir dann Cow Seeds. Dafür brauchen wir halt die Strong Essence und dafür brauchen wir halt den Strong und den kriegen wir so. Also machen wir uns erstmal hier einen höheren, vertikalen Stein. Okay, fangen wir doch schon wieder mit Magical Crops an. Gut, weil es tut erstmal arbeiten, wir können doch nichts machen. Also, was soll's? Nehmen wir das, das mit. Ja, dann nehmen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mit. Das sind zwar nicht viele, aber besser als gar nichts. Und wisst ihr, was wir machen können? Wir können uns Pulsating Iron machen. Nehmen wir uns mal hier 2, 3, ja, komm, wir nehmen mal 3, da kann man ein kleines bisschen mehr machen. 3 Eisen. Ja. Machen wir es so. Die behalten wir mal noch kurz hier drin. Jetzt machen wir unseren nächsten Stein. Steinhammer habe ich hier auch nicht. Wo habe ich den hingetan? Hier haben wir ihn. Okay. Mal kurz hier. Just. Gut. Wir wissen den Stein. Und hier drumherum. Deswegen habe ich die 8 mitgenommen. Jetzt haben wir nämlich den Regulär. Gut, wir brauchen den Weak noch, weil wir müssen uns erstmal die kleinen runden Teile machen. Ja. Dass wir uns dann mit den Regulär mal ein paar machen können. So, 32. Kriegen wir sogar ein paar mehr. Okay, jetzt gucken wir mal Used. Was wir für Seeds machen können. Redstone, Lowstone, Obsidian, Copper. Obsidian brauchen wir jetzt gerade nicht. Copper und Tin. Tin Rubber. Okay. Okay, wir brauchen Just. Ich muss mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5. Wir brauchen jeweils 4, also müssen wir gucken, dass wir noch mal welche kriegen hier. Hier haben wir noch welche. Das nehmen wir mit. Dann machen wir es nämlich so, dass wir mindestens 2 Seeds von jedem bekommen. Um halt ein bisschen besser zu farmen hier. Ja, wir brauchen noch mehr von dort.
2 Sterne habe ich mit, gut. Und dann müssen wir trotzdem mal zu Kolonfeuer rübergehen und zwar ein bisschen Glowstone auspumpen. Aus Abslein, Ausschlein, nicht? Na gut, wir tun es uns ja quasi mal kurz pumpen. Also, nehmen wir es mal so hin. Und wir müssen eigentlich leider mal dort gucken, da hatten wir ja glaube ich auch noch solche kleinen Teile drin. Ne, haben wir schon mitgenommen. Gut. Nam 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 nam. Regulär. Machen wir nochmal. 51. Ah, können wir sogar zwei weg tun. Verdammt. Da haben wir sogar noch einen extra Seed. Gut, Redstone haben wir ja in unserem System. Red. Dann nehmen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Copper haben wir auch. Ein wenig. Rubber. Haben wir Rubber Bars hier? Nö. Haben wir Rubber Bars hier drin? Nö. Also machen wir uns mal ein bisschen Rubber. Ja, falsche Kiste. Ich will es da nicht in die Kiste tun. Ich will es da gleich direkt hier rein. Gut. Mal gucken. Glowstone holen wir uns nochmal feiern bei Kolonfeuer. Tin. Tin. Ja, haben wir ein bisschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann fliegen wir mal zu Kolonfeuer. Da könnten wir ja ein paar Glowstone Seeds mehr machen. Da machen wir 12 von dort. Das können wir ja dann schauen, dass wir es vielleicht in die Folge noch reinkriegen. Und dann bei Kolonfeuer. Und das Geliehene vom letzten Mal und diesmal ein bisschen vermehrt zurückgeben können. Bücherregale. Was ist immer noch Neues? Na gut, das seht ihr eigentlich auch erst, nachdem ich. Eigentlich schon. Ja, da ein paar Tanks. Junk, was hat er Neues? Bis welches Level könnten wir enchanten? 30. Ah, okay. Nein, nicht da drauf. Jetzt habe ich mir ein Level gegeben. Egal. Geschenkt. Wir brauchen ein bisschen Glowstone. So, 12 Stück. Bringen wir dann wieder. Bringen so viel wie möglich. Ah ja, aber er hat bestimmt mal wieder Farmen. Deswegen hat er so viele Essenzen gehabt. Sechs Emeralds, das ist auch nicht schlecht. So, Nether, können wir uns dann bei der nächsten Stufe machen, aber jetzt fliegen wir zurück und machen unsere Seeds. Ja gut, die nehmen wir auf jeden Fall mit, weil das könnte Leder geben. Leder, wir brauchen Leder. Leder, verdammt nochmal. Dankeschön. Zwei Leder. Ah, da war noch eine Kuh. Es sind viele Kühe wieder versteckt. Ach, da. Steht noch eine. Ja, es waren bloß drei Leder. Spricht aber mindestens noch eins. Eins nehmen wir noch. Ach, da steht noch eine Kuh und da auch. Jetzt sei uns fröhlich. Dankeschön. Gut, dann können wir zurückfliegen. An die Waypoints nicht, oder? Ist das jetzt so eingestellt? Ne, sieht nicht so aus. Ne, ist noch die Waypoints vom anderen Server. Wir müssen uns unbedingt mal so einen Glider machen, weil da können wir nämlich
hochfliegen und uns dann rüberschwingen. Und wir müssen gleich mal gucken, ob wir hier Seeds haben für die. Hier nicht. Da nicht. Müssen wir das eigentlich in der Kiste mit haben. Und dann. Ansonsten müssen wir nämlich welche. Oder ach ne, hier haben wir. Ja, machen wir erstmal unsere Glowstones. Okay, wir werden sogar mehr machen können. Und ja, machen wir zweimal Reds, also drei Redstone und drei Glowstone. Und vorher gehen wir schnell schlafen oder nehmen uns noch das Redstone raus. 1, 2, 3, 4. Dankeschön. Jetzt haben wir uns das mal fix aufs Ohr. Und wir können uns gleich unsere Kabel machen. Die Item Conduits. Dann machen wir so und dann hier die Seeds. Habe ich die in dem? Ach, haben wir auch noch welche. Gut. Die sind noch in dem Work Table. Und Glowstone. Redstone. Tin. Tin, Tin, da. Und Rubber, da fehlt uns noch halt Rubber. Und wir nehmen gleich mal noch die hier mit. Pflanzen hier. So, hier machen wir Redstone hin. Ach, hier machen wir die hin. Plus halt Glowstone möchte ich separat machen. Haben wir eine Hoe? Haben wir hier. Dankeschön. Und da tun wir nämlich schauen, dass wir jetzt ein bisschen Glowstone rankriegen. Denn um den nächsthöheren Stein zu bekommen, brauchen wir Glowstone Essence oder Redstone. Ich hoffe mal, es war Glowstone. Na komm. Mining Laser, Mining Drill. Müssen wir es mal hier ein bisschen bessern. Na komm, wachse du. Du sollst wachsen, links. Links wachse. Wachs. Na, probieren wir halt erstmal die zwei. Und da haben wir schon drei. Geiler Tipp von Kohle und Feuer. Gut, mit Singleplayer-Welt hat es nämlich, glaube ich, nicht geklappt gehabt. Ha, wer weiß warum. Ich weiß es gerade nicht. So, und eigentlich können wir uns in der nächsten Folge mal ein paar Ignos Extruder machen für den Cobblestone. Also, dass wir uns hier Cobblestone generieren und die dann halt gleich vercraften. Zu Compressed Cobblestone, vielleicht bis gleich bis hoch zum 8. Mal schauen, wie weit wir dann mit den Ignos Extruder kommen. Na, kommt schon. Vielleicht schaffen wir jetzt noch einen höheren Stein. Nein, falscher. Ah, jetzt hat es nicht geklappt. Schade. Ham, ham. Wachst, bitte. Die drüben, die wachsen auch schon.
Zwar nicht so schnell wie ihr, aber ihr wächst in Ruhe. Komm ich mich schneller, danke. Dann kommen wir nämlich sparen plus Nummer 2. Okay, jetzt haben wir schon 3 Seeds. 5 Seeds. Dann müssen wir bestimmt dann doch nächste Folge. Kohle und Feuer. Ein bisschen Glowstone zurückgeben. Mal kurz gucken, wie viel kriegt man raus? 12 Stück, ah, okay. Sobald wir 8 haben und die dann jeweils mal abernten, passt das. Ach, jetzt wollte ich auf jeden Fall schnell wachsen. Ich brauche plus 2. Eigentlich. Ah, das war jetzt wieder. Falsch ist das da. Ah, das wird hier nicht funktionieren. 1, 2. Kommt, wenn ihr es hinkriegt. Okay, eigentlich brauchen wir es nicht, weil wir brauchen ja eh nur einen neuen Stein. Kurz gucken, just. Jo, da kriegen wir nämlich den für Strong Essenzen. Und den machen wir uns mit den und dann die 8 drumrum. Ha! Gut, und das sage ich jetzt mal an der Stelle. Danke fürs Zuschauen, hat es euch gefallen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Und schaut auch bei den anderen vorbei. Ist aktuell Kolonfeier nur, aber tja, wer weiß, wer weiß. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.